Hey liebe Blubber-Family und herzlich willkommen zu einem neuen Büchervideo hier am Sonntag bei Ankas Geblubber. Ich habe euch heute meine Neuzugänge aus dem Vormonat, also aus dem Monat April mitgebracht. Und Leute, es sind wirklich, wirklich, wirklich extrem viele Bücher diesmal bei mir eingezogen. Aber ein Großteil der Bücher, die ich euch heute zeige, ziehen auch wieder aus. Ein Bücher-Wanderpaket hat bei mir Station gemacht. Ich war auf dem Bücherflohmarkt. Ich habe einige Hörbücher sehr günstig geshoppt. Und dann zeige ich euch am Ende auch noch zwei Neuerscheinungen aus dem Einhorn Verlag, für den ich arbeite. Denn natürlich sind auch die Bücher bei mir eingezogen. Wir werden heute nicht so lang über die einzelnen Bücher sprechen, denn es gibt bereits ein Unboxing zum Bücherwanderpaket, es gibt einen Vlog zum Bücherflohmarkt, in dem ich euch die Bücher zeige, und es wird unter der Woche, jetzt nächste Woche, ein Video geben, in dem ich euch auch die Hörbücher nochmal vorstelle. Deswegen verspannen wir hier alle heute ein bisschen kürzer ab und natürlich, wie gewohnt, sobald ich sie gelesen habe, gibt es dann auch längere und ausführliche Informationen zu den einzelnen Titeln. Wir starten mit dem Bücherwanderpaket und Buch Nummer 1, das ich mir aus dem Paket gezogen habe, ist dieses hier. Das Gespenst von Canterville von Oscar Wilde. The Canterville Ghost kennen wahrscheinlich sehr viele von euch. Ich fand diese Ausgabe hier wunderschön und gelesen habe ich das Gespenst von Canterville auch noch nicht. Worum geht's? Ein alter Schlossgeist in der Sinnkrise. Das Gespenst von Canterville nimmt seine Pflichten sehr ernst. Schlossbewohnern und Gästen muss zuweilen der Schlaf geraubt werden. Wozu trägt man sonst die schweren Ketten? Als der amerikanische Gesandte Mr. Otis das englische Anwesen kauft und mit Frau und Töchtern einzieht, ist der Schlossgeist not amused. Und es kommt noch schlimmer. Der unerschütterliche Materialismus und die Respektlosigkeit der Yankees stürzen ihn in eine veritable Sinnkrise. Was tun, wenn man mit ganzer Kraft und in bewährter Qualität spukt, aber nur Gelächter erntet? Noch nie, kein einziges Mal in seiner 300 Jahre langen Karriere hat man das Gespenst derart beleidigt. Oh ja, darauf freue ich mich schon sehr. Dann konnte ich auch einfach nicht an diesem Thriller vorbei. Tick-Tack, wie lange kannst du lügen? Von Megan Miranda. Eigentlich hat mich die Kurzbeschreibung des Thrillers gar nicht so sehr angesprochen. Ich wollte ihn schon wieder zurück ins Paket legen. Doch dann habe ich hier die Blurbs, die Quotes gelesen und die klingen so vielversprechend und machen so neugierig auf den Titel, dass ich ihm auf jeden Fall eine Chance geben muss. In diesem Thriller geht es um Nick. Nick kehrt jetzt nach 10 Jahren in ihre Heimatstadt zurück, die sie damals, ja, ziemlich überstürzt verlassen hat. Damals ist nämlich ihre beste Freundin Corinne von heute auf morgen spurlos verschwunden. Und die Ereignisse der Nacht lassen sie bis heute nicht los. Hatte eventuell jemand aus ihrem Freundeskreis etwas damit zu tun? Ja, nun ist sie zurück und erhält eines Tages eine geheimnisvolle Botschaft, in der steht: Dieses Mädchen, ich habe es gesehen. Nick weiß, dass damit nur Corinne gemeint sein kann. Somit versucht sie jetzt herauszufinden, was damals wirklich geschehen ist, doch dann verschwindet wieder ein Mädchen, und zwar das Mädchen, das ihr und ihren Freundinnen damals ein Alibi geliefert hat. Spannend, spannend, spannend. Vor allem, weil hier steht, dass es einen gewissen Twist gibt. Es gibt Rückblenden, das schreibt nämlich die Publishers Weekly, schreibt einzigartig. Jedes Kapitel und jeder Schritt zurück eröffnet dem Leser eine vollkommen neue Perspektive. The New York Times schreibt raffiniert. Die umgekehrte Erzählweise beschert uns erhöhte Spannung und einen völlig neuen Twist. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt und freue mich total darüber, dass dieses Buch über ein Wanderpaket bei mir gelandet ist. Als nächstes habe ich einen wahren Buchschatz aus dem Paket gezogen, denn dieses Buch ist ja unglaublich. Es ist so außergewöhnlich stark atmosphärisch illustriert, dass ich gar nicht anders konnte, als es mitzunehmen. Und zwar ist es dieses Buch. Der Ozean am Ende der Straße von Neil Gaiman. Ein poetisches Juwel, wie man es nicht oft zu lesen bekommt, sagt Daniel Kehlmann. Der moderne Klassiker von Neil Gaiman als Prachtausgabe mit über 100 Tuschezeichnungen von Elise Hurst steht hier drauf. Ich glaube, ja, wenn ich nur die Kurzbeschreibung gelesen hätte und das Buch nicht so genial illustriert wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht rausgenommen. Denn die Kurzbeschreibung klingt jetzt nicht so, als würde sie schreien: Anka, du musst mich unbedingt lesen. Sussex, England.
Ein Mann kehrt in seinen Heimatort zurück. Wie durch Magie zieht es ihn zu der Farm am Ende der Straße. Dort ist ihm damals ein bemerkenswertes Mädchen begegnet, Letty Hamstock. Der Mann hat seit Jahrzehnten nicht mehr an sie gedacht. Doch nun, als er an dem Teich sitzt, der angeblich ein Ozean sein soll, kehren die Erinnerungen wieder zurück. Erinnerungen an eine Welt, in der Menschen nichts zu suchen haben und in der etwas Böses lauert, das seine Finger nach ihm ausstreckt. Klingt doch ein bisschen mysteriös, oder? Ich freue mich drauf. So, und das letzte Buch, das ich aus dem Bücherpaket gezogen habe und das bei mir bleiben durfte, ist dieses hier. Der Sommer, in dem die Zeit stehen blieb, von Tanya Stuenau. Hinten drauf steht, ein wunderbarer Roman von Bestseller-Autorin Tanya Stuenau. Humorvoll, romantisch, dramatisch, wunderbar leicht und voller Hoffnung. Achtung, er könnte auch dich verändern. Das hat mich schon so ein bisschen angepiekst und hat gesagt, ey Anka, du solltest vielleicht mal reinlesen. Denn auch hier ist wieder die Kurzbeschreibung eher nicht so anziehend für mich, deswegen lassen wir die mal weg. Ich habe dann nämlich tatsächlich in dieses Buch hineingelesen, einfach nur mal die erste Seite. Und die fand ich schon so amüsant und ansprechend, dass ich gedacht habe, ich muss diesem Buch definitiv eine Chance geben. Es ist irgendwie wohl eine Liebesgeschichte. Wenn Juli nachdenken will, zieht sie sich auf ihre Lichtung zurück. Doch eines Tages ist sie nicht allein dort. Ein Junge steht vor ihr, plötzlich und unerwartet. Ein Junge wie von einem anderen Stern, so schön und so geheimnisvoll ist er. Ihrer beider Liebe könnte die Welt verändern. Doch darf diese Liebe überhaupt sein? Ich mag die Optik des Buches und ich mochte den ersten Eindruck, den ich bekommen habe beim Reinlesen. Deswegen durfte das Buch bleiben und ich freue mich aufs Lesen. Kommen wir jetzt zu den Hörbüchern, die ich super günstig in einer Facebook-Gruppe ergattern konnte. Das ist eine Facebook-Gruppe, in der regelmäßig Flohmarktartikel versteigert werden und zwar für einen guten Zweck. Der Administrator unterstützt damit zu, ich glaube, 99% Tierschutzorganisationen. Das finde ich super. Die Gruppe habe ich immer auf dem Schirm und gucke da mal rein. Letztens waren nämlich einige Bücher und sehr viele Hörbücher da. Ich habe ein kleines bisschen mehr geboten, als das Anfangsgebot war, aber auch nicht so viel. Ich hatte gehofft, dass sich das vielleicht noch so ein bisschen hochschaukelt, denn ich hätte auch noch mehr für die Hörbücher ausgegeben. Aber schlussendlich war ich die Einzige, die geboten hat. Deswegen sind folgende Hörbücher bei mir zu einem absoluten Schnäppchenpreis eingezogen. Wobei, ja, ich zeige euch jetzt stellvertretend für das Hörbuch einmal das Printbuch, denn das Hörbuch liegt schon bei mir im Auto. Das Lavendelzimmer von Nina George. Ein Dauerbrenner in meinen Sub-Videos. Immer wieder schwöre ich in die Kamera, dass ich es jetzt ganz, ganz bald lesen werde und tue es dann doch nicht. Deswegen war es allerhöchste Zeit, dass das Hörbuch einziehen musste. Jetzt kann ich es hören, ich habe auch schon angefangen und hoffe damit, dass ich jetzt die Geschichte erfahren und lieben werde. In diesem Roman geht es um den Buchhändler Jean Perdu. Er weiß ganz genau, welches Buch, welche Krankheit der Seele lindert. So kommen immer wieder Menschen in seine Buchhandlung, die auf einem Hausboot ist. Und er empfiehlt ihnen genau die richtigen Bücher, die ihnen Gutes tun. Er kann somit alle Menschen irgendwie heilen, nur sich selbst nicht. Denn vor 21 Jahren ist seine Frau oder Freundin, zumindest steht hier die schöne Provenzalin Manon, gegangen. Über Nacht. Sie hat einfach, ja, sie hat nicht Tschüss gesagt, sie hat alles mitgenommen und ist gegangen. Alles bis auf einen Brief. Und dieser Brief liegt jetzt seit 21 Jahren ungeöffnet bei Jean Perdu zu Hause. In diesem Sommer wird es nun aber wahrscheinlich soweit sein, wie es hier hinten drauf steht. Er wird den Brief lesen. Was da drin steht und was das mit ihm macht, ich werde es herausfinden. Ich habe nur positive Stimmen zu diesem Buch gehört. Ich habe mit Männern gesprochen, die nach dem oder beim Lesen hier geweint haben. Das hat mich natürlich super neugierig gemacht. Ich habe in diesem Buch eine traumhaft schöne Widmung von der Autorin bekommen. Und es ist eigentlich eine Schande, dass ich das Buch bisher noch nicht gelesen habe. Deswegen ist es jetzt als Hörbuch bei mir im Auto eingezogen. Und ich freue mich darauf, euch schon bald mehr dazu erzählen können. Das war grammatikalisch nicht ganz so korrekt, liebe Anka. Mehr dazu erzählen zu können. So ist es korrekt. So, die nächsten Titel kann ich euch aber tatsächlich als Hörbuch zeigen. Zum einen ist George R.R. Martin bei mir eingezogen. Das Lied von Eis und Feuer, Die Herren von Winterfell. Das ist der erste Teil. Der erste Teil. Ich hatte bisher noch keine Berührungspunkte, weder mit den Büchern noch mit der Serie. Und deswegen dachte ich mir, hey, probierst du mal dein Glück, steigerst du mal mit und zack ist diese große
Hörbuchbox bei mir eingezogen. Gesamtspielzeit 19 Stunden und 31 Minuten. Das wird ein langes Hörvergnügen und ich freue mich drauf. Worum es geht, wisst ihr wahrscheinlich. Ihr alle habt Game of Thrones entweder gesehen oder gelesen, bin ich mir sicher. Ihr könnt euch ja mal melden in den Kommentaren mit einem Handzeichen, wenn ihr das Buch oder die Serie noch nicht gelesen bzw. gesehen habt. Ich bin gespannt, ob sich da draußen noch irgendjemand findet. Ansonsten bin ich wirklich die Letzte. Dann wurden auch noch Band 1 und Band 2 von Die Tribute von Panem angeboten. Ich mag diese Vertonung sehr gerne. Gelesen von Maria Koschny, wirklich ganz unglaublich, habe ich schon ein- oder zweimal gehört, die Bücher natürlich gelesen, die Filme gesehen. Also es sind jetzt keine Titel, die jetzt hier auf den Sub wandern, aber ich wollte sie gern da haben, zumal sie da wirklich für ein Abel und ein Ei gab. Und ich freue mich jetzt schon wieder darauf, irgendwann mal ein Reread zu starten und die Geschichte nochmal anzuhören. So, und das letzte Hörbuch, ist gar kein Hörbuch, sondern ein Hörspiel, von Andreas Eschbach, 1 Billion Dollar. Nachdem Wolf Dorn in unserem Live-Interview auf Instagram so von Andreas Eschbach geschwärmt hat, dachte ich mir, okay, es wird mal wieder Zeit, dass ich einen Eschbach lese bzw. höre. Vom Jesus-Video war ich ja total begeistert. Das Jesus-Video und das Nachfolgerbuch, die habe ich beide gehört, auch als Hörspiel jeweils. Dann habe ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres, Gliss, das neue Jugendbuch von ihm, gelesen. Das fand ich jetzt nicht ganz so mitreißend. Aber ich bin gespannt, was hier in 1 Billion Dollar passiert. John Salvatore Fontanelli ist ein armer Schlucker, bis er eine unglaubliche Erbschaft macht. Ein Vermögen, das ein entfernter Vorfahre im 16. Jahrhundert hinterlassen hat und das durch Zins und Zinseszins in fast 500 Jahren auf über 1 Billion Dollar angewachsen ist. Der Erbe dieses Vermögens, so heißt es im Testament, werde einst der Menschheit die verlorene Zukunft wiedergeben. John tritt das Erbe an. Er legt sich Leibwächter zu, verhandelt mit Ministern und Kardinälen. Die schönsten Frauen liegen ihm zu Füßen. Aber kann er noch jemandem trauen? Und dann erhält er einen Anruf von einem geheimnisvollen Fremden, der zu wissen behauptet, was es mit dem Erbe auf sich hat. Gut, ne? Hört sich auch wieder sehr mysteriös an. Und ein Erbe, das 500 Jahre alt ist und 1 Billion Dollar umfasst, das kann ich mir irgendwie gar nicht so wirklich vorstellen und zusammenreimen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wenn ihr ein oder mehrere dieser Titel bereits kennt, dann lasst mir eure Meinung unbedingt mal in den Kommentaren da. Gebt mir Feedback zu den einzelnen Titeln. Welche haben euch gut gefallen, welche nicht, welche muss ich sofort lesen oder hören? Rein damit in die Kommentare. Okay, machen wir weiter mit meiner Flohmarktausbeute. Hatte ich schon gesagt, dass alle Videos, in denen die Bücher schon aufgetaucht sind, in der Videobeschreibung verlinkt sind? Falls nicht, guckt da mal rein. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall. So, meine Flohmarktausbeute. Ich habe sehr, sehr, sehr günstig eine Trilogie geschossen. Ich mag es ja, wenn es günstig so ganze Reihen oder Trilogien gibt. Und zwar ist es diese hier. Die ist schon etwas älter, deswegen war sie eben auch auf dem Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek Schwäbisch Gmünd. Und ich konnte gar nicht anders, ich musste zuschlagen. Ein kleiner Hinweis noch zur Stadtbibliothek Schwäbisch Gmünd. Ihr Lieben, wenn ihr hier aus der Nähe kommt, wenn ihr die Stadtbibliothek Schwäbisch Gmünd kennt oder Schwäbisch Gmünd an sich kennt, dann besucht die Stadtbibliothek auf jeden Fall mal. Denn jetzt im Mai gibt es dort einen großen Büchertisch von mir. Ich durfte meine Leseempfehlungen, meine Lesehighlights der letzten Jahre zusammentragen und sie weiterempfehlen. Es ist eine kleine Ausstellung, bei der es wöchentlich auch ein Bücherpaket zu gewinnen gibt. Also, wenn ihr in der Nähe seid, guckt da mal vorbei, macht ein Foto, postet es auf Instagram und gewinnt mit etwas Glück ein Bücherpaket. So, zur Buchausstellung bzw. diesem Büchertisch werde ich euch im übernächsten Vlog dann ein bisschen mehr erzählen. Das jetzt schon mal vorab als kleine Werbung, ne? Okay, zurück zu dieser Trilogie. Wobei, ich werde euch gar nicht so viel dazu sagen und sagen können, weil ich gar nicht so wirklich weiß, worum es geht. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass es so ein bisschen in die Sci-Fi-Richtung geht. Die liebe Steffi vom Kanal Lady of the Books war damals sehr begeistert von dieser Trilogie. Sie hat sie vor vielen Jahren gelesen und konnte sie mir jetzt im Nachhinein auf jeden Fall empfehlen. Ich bin mächtig, mächtig gespannt und freue mich, dass ich jetzt hier eine komplette Trilogie ergattern konnte. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man auf den Büchern nicht kennzeichnet, welcher Band dieser Trilogie das ist. Ich meine, das hier ist Band 1, aber ich will mich jetzt durch Lesen der Kurzbeschreibungen auch nicht spoilern. Das wäre fies. Also ich meine, das hier ist Band 1, aber ich bin mir nicht 100% sicher.
Okay, ich war jetzt doch mutig und habe hier einfach mal die Kurzbeschreibung gelesen und ich glaube ja, es ist Band 1. Jeden Monat müssen die ersten drei Neugeborenen an den Mauern der Stadt abgegeben werden. So lautet das uralte, unbarmherzige Gesetz. Doch was verbirgt sich dahinter? Für die junge Gaia gibt es nur einen Weg, das herauszufinden. Sie begibt sich heimlich in die verbotene Stadt. Das klingt jetzt nicht wirklich nach Sci-Fi, oder? Okay, wahrscheinlich liege ich falsch. Ich habe irgendwie vielleicht das so ein bisschen mit Sternen hier in Verbindung gebracht. Okay, wir werden sehen. Ich lese rein und ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, ob ihr diese Trilogie kennt, ob sie euch auch so begeistert hat wie Steffi. Und wie denn jetzt hier die Reihenfolge ist, Mensch. Und dann, liebe Blubber Family, haltet euch fest, gab es noch Überraschungstüten. Ich bin da ein ganz, ganz, ganz großes Opfer, wenn ich sowas sehe. Solche Wundertüten, Überraschungstüten, Überraschungspakete, oh je. Also da kann ich gar nicht anders, da muss ich auch zugreifen. Ich habe zugegriffen, ich wollte eigentlich noch viel mehr, aber ich konnte nicht so viel tragen. Das ist halt immer das Problem, ne? Okay, ich habe mich für eine Büchertüte entschieden, die diesen Titel hatte. Und zwar Kinderbücher ab 12 Jahren, also eigentlich Jugendbücher. Diese Tüte hat 2 Euro gekostet. 2 Euro, Leute. Ich habe sie mit euch gemeinsam ausgepackt in einem Vlog. Und ja, leider sind da jetzt nicht so wirklich Bücher dabei, die mich persönlich interessieren. Ich glaube, das Einzige, was mich so wirklich anspricht, ist dieses hier. Es hat auch ein sehr schönes Cover. Tangle Rack, das Haus am Ende der Zeit von Jeanette Winterson. Zeittornados, Zeittransfusion, eine magische Uhr. Ein kleines Mädchen mit leuchtend rotem Haar tritt an gegen dunkle Mächte, die alles dran setzen, die totale Kontrolle über die Zeit zu gewinnen. Das großartigste Zeitabenteuer seit Momo. Ja, das hat mich angesprochen. Da werde ich auch auf jeden Fall mal reinlesen und ja, herausfinden, ob es mich packen kann oder nicht. Es ist auch schon ein etwas älteres Buch. Erschien 2006 im Berlin Verlag. Gut, ich bin neugierig. Vielleicht hat es ja jemand von euch schon gelesen. Wie gesagt, ne, ihr wisst, was zu tun ist. Euer Feedback bitte rein in die Kommentare. Zu Beginn hatte ich gesagt, dass auch einige Bücher wieder ausziehen werden. Das sind dann jetzt die nächsten. Nämlich dieses war auch in der Wundertüte, in der Überraschungstüte drin. Im Himmel spricht man Englisch von Anna. Dann Die Rückkehr der Weißen Wölfe von Christopher Ross. Dieses Buch geht an Daniel vom Kanal Maya3007. Er mag Christopher Ross sehr gern und deswegen schicke ich ihm das Buch natürlich super gern zu. Dann Das Geheimnis der schwarzen Löwen, ein Abenteuerroman von Ulrich Meyer. Und last but not least Susanne Mischke mit Nixenjagd. Diese drei Bücher werde ich also nächste Woche in einen Bücherschrank stellen. Da finden Sie bestimmt neue LeserInnen, die mehr Freude mit den Büchern haben. Und das geht, wie gesagt, raus an Daniel. So, gut, das waren jetzt die Neuzugänge. Jetzt möchte ich euch noch zwei Bücher zeigen, die neu in mein persönliches Regal eingezogen sind, die ich aber schon kenne. Denn es sind Bücher aus unserem Einhorn-Verlag. Zum einen ist jetzt das neue Kräuterelfen-Malbuch erschienen und ich mag die Kräuterelfen so, so, so gern. Ich habe euch in meinem letzten Neuzugänge-Video zwei Bücher vorgestellt. Einmal Kräuterelfen erzählen neue Geschichten und einmal Schmetterlingselfen erzählen. Beide Bücher von Christel Vogel. Großartig, so zuckersüß illustriert, super niedlich geschrieben. Ganz, ganz, ganz toll. Hier haben wir jetzt das Kräuterelfen-Malbuch und es ist einfach zauberhaft. Diese wunderschönen Illustrationen gibt es zum Ausmalen. Und zwar, ja, zum einen können sich damit natürlich Kinder beschäftigen. Zum anderen bin ich der Meinung, dass die Zeichnungen auch recht filigran sind, sodass man da als Erwachsener auch seine Mühe mit haben kann. Also, wenn ihr gerne Malbücher für Erwachsene mögt, dann guckt euch das doch auch mal an. Darf ich das so sagen? Ich blende auf jeden Fall Werbung ein. Wirklich, wirklich toll. Sie sind großformatig. Die Seiten sind natürlich auch entsprechend dick, sodass man da auch mit Fineliner oder anderen Stiften reingehen kann. Ja, und wenn ihr die Geschichten zu den einzelnen Illustrationen wissen möchtet, dann gibt es dazu das passende Buch, das sich natürlich gerade vor mir versteckt. Wo habe ich es hingelegt? Die Schmetterlingselfen liegen da, Kräuterelfen, keine Ahnung. Auf jeden Fall Malbuch. Und dann kommen wir zu einem Buch, auf das ich super duper stolz bin. Es ist nämlich das erste sehr umfangreiche große Buchprojekt, das ich redaktionell betreut habe.
Und zwar dieses Buch, Die Geister, die er rief, wie ein Kapuzinermönch die Obrigkeit nahte, von Hartwig Bösemeyer. Hierbei handelt es sich eigentlich um ein historisches Sachbuch, aber der Autor erzählt die Geschichte so lebendig und auch so spannend, er ist so nah an seinen Figuren dran, dass man das Gefühl hat, hier ein Krimi zu lesen. Wollt ihr unseren Klappentext hören? Ich habe da gut dran mitgeschrieben und hoffe, dass ich euch damit so ein bisschen catchen kann. Ein Schatz auf Schloss Baldern und Burg Katzenstein. Daran wollte die gräfliche Familie Oettingen-Baldern, die das Schloss und die Burg am Rande des Nördlinger Ries bewohnte, gern glauben. So hätten sich ihre finanziellen Sorgen in Luft aufgelöst. Deshalb vertrauten sie dem Kapuziner Pater Guido aus dem Kloster Elwang, der behauptete, in einer Geistererscheinung von diesem Schatz erfahren zu haben. Im Jahre 1735 erhielt er den Auftrag, die Geister, die den Schatz bewachten, durch Exorzismus zu bezwingen. Hartwig Bösemeyer lädt zu einer abenteuerlichen Reise in eine Zeit ein, in der Glauben und Aberglaube noch nahe beieinander standen und oft seltsame Verbindungen eingingen. Lebendig, spannend, mysteriös, atmosphärisch, fesselnd und humorvoll erzählt. Diese Geschichte beruht auf Tatsachen und wurde von Hartwig Bösemeyer in detektivischer Feinarbeit brillant rekonstruiert. Ich weiß, ein langer Text, aber es ist auch ein historisches Sachbuch, da muss ein bisschen mehr draufstehen. Ich hoffe aber trotzdem, dass dieser Klappentext auch die LeserInnen ansprechen kann, die vielleicht nicht unbedingt zu historischen Sachbüchern greifen, denn ich bin ja eigentlich auch kein Fan solcher Bücher, aber dieses Buch hat mich echt mitgerissen. Es ist wirklich brillant recherchiert und rekonstruiert. Wir haben hier natürlich auch Abbildungen drin, tolle Bilder, so zum Beispiel alte Bilder, aber auch neuere Aufnahmen. Ich habe zum Beispiel hier auf Instagram dieses Bild entdeckt, eines Fotografen, und ich fand das so toll, das wollte ich für dieses Buch gern haben. Das ist nämlich das Schloss Baldern heute. Und jetzt ist es hier in diesem Buch drin. Das ist ein ganz, ganz cooles Gefühl, dieses Buch jetzt hier in Händen zu halten. Ich bin da echt so ein bisschen, ja, ergriffen. Ich bin demütig. Ich bin unheimlich stolz und glücklich. Ein wirklich außergewöhnlicher Buchschatz im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht kann ich euch neugierig machen, dann guckt euch dieses Buch gern mal an. Und an die BloggerInnen, YouTuberInnen, BookTuberInnen, InstagrammerInnen unter euch: Wenn ihr mit dem Einhorn Verlag zusammenarbeiten möchtet, meldet euch bei mir. Ne? Gut, so viel dazu. Das waren meine Neuzugänge aus dem Monat April. Ich bin gespannt zu hören, welche Bücher ihr kennt. Aber verratet mir bitte auch, welche Bücher denn neu in eure Regale eingezogen sind. Kommt zu mir in die Kommentare und lasst uns noch ein bisschen miteinander blubbern. Ne? Also, liebe Blubber Family, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ja, wenn ihr Lust habt, dann gern bis zum nächsten Video.